So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Pause Adrenalin. Okay. Mirror's Edge, ich bin's mal wieder, eure Boom36 und wir setzen das Spiel nun hier fort. Wir sind beim letzten Mal den Cops gerade so noch entkommen. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Pass auf, Faith. Die Cops schicken einen Helikopter. Nein, nicht schon wieder. Verdammt! Tja, der Helikopter sollte vielleicht mal ein paar Schießübungen machen. Aber besser nicht. Au, au, au! Okay, nochmal. Pass auf, Faith, sie schicken einen Helikopter. Kommt es gleich wieder? Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Ey, was ist denn hier los? Aber es halt so hoch. Boom, was machst denn du? Och, Mann. Okay, ganz ruhig. Jetzt muss es sich erstmal. Das war's mit dem Faith. Also beweg dich. Ab nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Da ist eine rote Tür. Ich sehe sie genau von hier. Warte mal, da ist noch eine Spalte. So, einmal hier eine rote Box. Das ist ein Runner-Zeichen. Echt, wo soll hier ein Koffer sein?
müsste es sehen. Manche Koffer habe ich auch schon eingesammelt. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt welche zeigen kann. So, Tür. Ein Aufzug bitte. Für die Faith. Und wir sind im Aufzug. Das hat schon mal besser geklappt, als ich gedacht habe. Irgendwas mit Rana. Ich kann kein Englisch. I found of the flower wedge. The new state of clean Rana. Are you children safe? It's your radiant transformation. Found out a way for Chao Knau. Fünf things. Sagen wir genau, fünf Sachen, die man mal beran wissen sollte. Sie sehen alles in der Farbe Rot. Aha. Von mir aus, keine Ahnung. Ich kann kein Englisch, muss ich auch nicht können. Und eine rote Tür. Ach. Ach Mensch, wieder viel zu spät getippt, was? Bin dabei. Hallo, ich hab doch gegengelenkt. Manchmal verstehe ich echt nicht, warum sie gerade gestorben ist. Ich bin jetzt schon wieder. Mann, ey, ich glaube, ich war komplett falsch jetzt gerade, oder? Kann ich nicht versprechen.
verflucht! Tschüss. Damit springen kann sie nicht. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht so lange, fürchte ich. Verdächtige gesichtet! Los, los! Wo ist denn der andere Cop jetzt? So. Hier kommt sie nicht ran. Los, Dave, du musst runter vom Dach, bevor der Vogel zurückkommt. Ja, bin gerade dabei. Hä, wie soll ich denn dann runterkommen? Okay, warte. Wenn der Vogel zurückkommt, erwischt er dich. Bin doch dabei. Was ist denn los hier? Och, Mensch. So, schauen wir mal, ob ich jetzt hier endlich mal richtig bin. Oh! Ich hätte springen müssen. Ja, ich hätte springen müssen. Entschuldigung. Alles gut. Was jetzt schon machen? Nochmal alles von vorne oder was? Ah ne, hier. Passt schon! Ja, ich hätte sie gleich weglegen sollen, die Waffe. Nochmal. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Los, Dave, du musst runter vom Dach, bevor der Vogel zurückkommt. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut, Faith. Da ist eine rote Tür. Gemacht, was ich glaube.
Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Ach, die Tür ist hier, auf der Seite. Ich suche gerade einen Weg um den Zaun herum und dann war das umsonst. So wie immer halt. Typisch bumm. Mann, oh Mann. Kapitel wird geladen. Cutscene. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass sein Kopf dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie noch mal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Bewegt sich ein Vogel Richtung Roadburns Meeting. Ist das Roadburns Park? Vielleicht. Für mich sah er wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Warnung, Hochspannung. Im Ernst. Gut, wir machen hier aber spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.